Viele Heimkinokomponenten fristen in Wohnzimmern ein schwieriges Leben. Wir haben zum Beispiel Lautsprecher, die eingepfercht werden in Wohnwände, komplett abgeschnitten von jeglicher Form von Akustikelementen. Oder kontraststarke Projektoren, die in der Gesamtkonstellation niemals auch nur annähernd ihren Schwarzwert ausspielen können. Ein anderes Beispiel ist High-End-Elektronik, die unterm Strich letztendlich nichts weiter ist als Dekoration für das aufgestellte Rack. Und das Traurige ist an der Konstellation, dass die Anwender, die dann dahinter stehen, meistens sogar noch schlimmer dran sind als die eigentliche Hardware, denn die haben viel Geld ausgegeben und sind irgendwo frustriert. Das sehen wir sehr häufig bei Kunden, die anrufen und die sagen, ich komme mit meinem Wohnzimmer nicht klar, helft mir bitte. Und für gewöhnlich kriege ich damit, dass einer von zwei Fällen passiert. Nämlich entweder derjenige hat eigentlich gar keine Lust mehr und ist schon kurz davor, alles aufzugeben. Oder Variante 2, man ist mitten in der Hardware-Spirale drin und probiert dann durch Austausch von Einzelkomponenten irgendwas zu erreichen. Meistens landet man dann aber wieder bei Punkt 1. So, nach dem Intro stelle ich Ihnen eine dritte Variante vor, zusammen hier mit einem neuen Studio, was wir hier bei uns gebaut haben. Und das wird der Auftakt sein einer Serie zum Thema Wohnraum, hochwertiges Heimkino. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hollywood zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Und da sind wir wieder zurück mit unseren drei Optionen. Nummer 3. Packen Sie die Dinge an der Wurzel. Denken Sie in Lösungen und Konzepten und machen Sie keine halben Sachen. Eben jetzt nicht nur daran zu denken, welcher Verstärker passt zum Lautsprecher. Das ist wirklich von der Tapete bis zur Wand gedacht. Das ist kein Konzept. Es ist auch kein Konzept zu sagen, ich hole mir jetzt nur VN-Stufen-Kombi statt einen AV-Receiver, damit ich die Endstufen die nächsten 10 Jahre immer benutzen kann. Auch das ist kein Konzept. Und ich probiere Ihnen im Verlauf des Videos auf möglichst einfachem und allgemeinverständlichem Niveau Basics zu erklären. Das ist nicht für Profis / absolute Enthusiasten gedacht, denn die wissen all das schon, was ich Ihnen hier erkläre. Aber ich merke am Telefon und auch mit den E-Mails, die wir tagtäglich bekommen, dass das wirklich ein Thema ist, wenn ich die typischen Wohnzimmer sehe, die uns geschickt werden als Beispiele für Kaufberatungen. Und ich habe neulich auf Facebook mal wieder die Nachrichtenanfragen angeklickt. Ich bin nicht so extrem häufig auf Facebook und sehe dort sage und schreibe 295 E-Mails innerhalb der letzten paar Wochen. Und das waren komplett private Nachrichten, von Ihnen, von den Leuten, die meine Videos sehr schätzen, wofür ich mich sehr bedanke. Aber es ist mir halt nicht möglich, 295 keine Kaufanfragen, keine Heimkinointeressenten, sondern wirklich gratis Supportanfragen für deren Wohnräume zu geben. Geht nicht. Zumal interessanterweise die Konstellation immer sehr ähnlich ist. Meistens sind es wirklich Wohnräume, wo dann keiner, und jetzt denken Sie sich bitte ein Ausrufezeichen. Keiner fing an und hat gesagt, okay, ich habe das Konzept der Bassbedämpfung hier und dort und das Subwoofer arbeitet als irgendein Array. Da erzählt mir keiner die Idee von seinem Heimkino, sondern es ist immer eine Auflistung der Heimkino-Lebensgeschichte im Wohnzimmer. Ich habe vor 5 Jahren, als ich im Mediamarkt war und die 19%-Aktion war, diesen Pioneer-Verstärker gekauft und bin dann danach nach Schwäbisch Münd und habe mir die Boxen angehört und da habe ich sogar den Herrn Nubert gesehen und da habe ich mir diese Nuveros gekauft und. Ja und Herr Mette, jetzt möchte ich gerne wissen, können Sie mir bitte sagen, welche Bass-Trennfrequenzen soll ich dann jetzt eingeben? Der Hersteller sagt das, die Raumeinmessung sagt jenes, der Lautsprecherhersteller hält sich raus oder gibt mir diese Empfehlung und ist denn der Beamer geeignet und so weiter und so fort. Und da ist mein Problem, erstens kann ich es generell nicht machen, Gratis-Support für Sachen, die nicht von uns sind, geht nicht zeitlich. Auch wenn ich grundsätzlich es immer mag, mich mit Menschen auszutauschen. Und dann kommt Punkt 2. Ich kann es gar nicht auf die Schnelle beantworten. Selbst wenn ich jetzt jedem eine Antwort schreiben wollen würde, man müsste ja viel weiter unten ansetzen und erstmal erklären, lieber Kunde, das, was du da hast, ist genau das typische Problembild in einem deutschen oder österreichischen, was auch immer, Wohnzimmer, wo einfach das Konzept fehlt. Und dann müsste die Kunden erklären, was ist ein Konzept. Raumakustik, Aufstellung etc. Und genau das packe ich jetzt auch für die 295 E-Mail-Absender hier in diese Videoreihe.
Genau, dann habe ich es hoffentlich auf diese Weise ein bisschen besser beantwortet, als wenn ich jetzt hier mich entweder zurückhalte oder eine einfache E-Mail-Absage schreibe. Genau. Ich hoffe natürlich, und das ist auch ein Aspekt von dem Video, dass der ein oder andere Lust hat, sich von meiner Firma ein schönes Wohnzimmersystem bauen zu lassen. So wie dieses hier. Wir bauen generell auch Wohnzimmersysteme schon ab 60.000 Euro, all inclusive, innerhalb Deutschlands, Österreich, Schweiz. Hoch individualisiert und eben als konzeptorientierte Lösung. Deswegen sind wir auch so erfolgreich, dass uns sehr viele Kunden hier ihr Vertrauen schenken. Dafür danke an der Stelle. In Zukunft haben wir auch noch viele schöne weitere Heimkinos, die ich Ihnen vorstellen kann. Und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der uns schon mit dem Kauf oder der Bestellung einer Einzelkomponente ebenfalls eine Freude tut. Auf Einzelkomponente ist klar, da kann ich jetzt nicht, wenn jemand einen Beamer kauft, sein Heimkino planen. Aber wir bieten Ihnen den Vorteil, dass wir auch bei Einzelkomponenten bedingungslos ehrlich sind. Mittlerweile ist wirklich so, dass ich in ein Drittel der Beratungsvorgänge am Telefon dem Kunden wirklich aktiv abrate, irgendwas Neues zu kaufen, weil ich ihm sage, mach doch bitte erstmal was am Raum, mach doch bitte erstmal was am Konzept, weil momentan bleibst du einfach an der Stelle stehen, wenn du dir jetzt einen, was weiß ich, einen JVC N5 ins Wohnzimmer hängst. Manche Dinge machen keinen Sinn und wir verkaufen nicht um das Verkaufen Zwecks, sondern wir wollen, dass sie weiterkommen und dadurch zufriedene Kunden von uns werden. Genau. So, zurück zum Thema Konzept. Ich zeige Ihnen das jetzt gleich am Beispiel hier von diesem Heimkino. Das ist ein neues Vorführheimkino, was wir hier gebaut haben. Und ich werde diese Videoreihe Tatort Wohnzimmer grob in zwei Hauptpakete unterteilen. Paket Nummer 1, Analyse. Und zwar ist es immer aus Ihrem Blickwinkel gemacht. Ich werde probieren, so zu moderieren, dass Sie bei sich in Ihrem Heimkino, in Ihrem Wohnzimmerheimkino eine Analyse durchführen können. Was ist an meinem System gut und wo stehe ich? Jeweils zum Topic des Tages. Also heute das Thema Konzept. Dann probiere ich dabei auch Praxisbeispiele einfließen zu lassen, wie Sie Dinge selber nachtesten können. Das wird besonders beim Thema Center Speaker interessant. Und dann im zweiten Teil gucken wir uns dann Fallbeispiele an. Wie ist es falsch und wie kann man es eben richtig machen, um Ihnen unterm Strich zu helfen, mit Ihrem Heimkino auf Kurs zu kommen. Genau, so machen wir es. Ich zeige Ihnen jetzt mal den Konzeptgedanken hier hinter diesem neuen Demo-Studio mit dem Gedanken, Ihnen unsere Lösungsansätze so zu transportieren, dass ich Sie im Idealfall zu interessanten Lösungsansätzen für Ihr eigenes Wohnzimmer inspirieren kann. Und der Grundgedanke, warum ich das jetzt mit dem Heimkino, mit diesem Vorführwohnraumsystem nicht so mache wie mit anderen Demo-Kinos vorher, die wir hier gebaut haben, wo ich Ihnen schon viel vorgestellt habe, liegt darin, dass ich hier selber so meinen oder unseren Werdegang so vor Augen habe. Denn ich blende mal ganz kurz ein, was hier vorher stand. Das ist nämlich unsere Smart Lounge gewesen. Bieten wir mittlerweile nicht mehr an. Die Lösung war nicht schlecht vom Grundansatz. Hier mit diesem Panel, wo wir uns überlegt haben, es ist platzsparend, man kann Lautsprecher integrieren, es sieht schön aus, ein bisschen mit Beleuchtung, man könnte auch noch Geräte reinbauen. Diese Lösung hatte konzeptionell lediglich den Vorteil, dass wir hier Platz gespart haben und sie haben Geld gespart, weil sie eben jetzt kein Geld für Standlautsprecher mit aufwendigen Gehäusen ausgegeben haben etc. Aber das war eben nicht automatisch gleich die rundum, ich sage jetzt mal, Schablone für ein hochwertiges Komplettkonzept. Und es hat sich auch gezeigt, dass das bei unseren Kunden weniger gefragt war, wie zum Beispiel, ich habe hier mein Handy am Start, da kann ich es Ihnen schön zeigen, wie zum Beispiel hier unsere Theater Lounge. Ja, wir haben hier in diesem Wohnraumstudio einmal hier die Theater Lounge installiert und jetzt eben hier die Modern Lounge. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Handy, bei der Witterung draußen wird schon langsam dunkel, aber ich denke, man erkennt es so ganz gut. So, und dann haben wir gedacht, okay, wir wollten sowieso unser neues Surround-Lautsprechersystem hier vorstellen bzw. mal ausprobieren. Seit Dezember ist das hier so fertig. Ich habe es in einer Anmoderation zum Jahreswechsel mal im Hintergrund schon mal gezeigt. Und hier sind unsere neuen High-End-Lautsprecher drin. Das war der Ansatz. Ich muss mal gucken, ob man die so irgendwie hier durchschimmern sieht. Nein, keine Chance. Dafür ist jetzt die Kamera vom iPhone gerade zu schlecht. Da, jetzt sieht man es hier so ein bisschen. Ich mache ein Schnittbild rein. Auf jeden Fall hier unsere neuen Climax-Lautsprecher, so nennen wir die. Mit Akkutontreibern, Diamant-Keramik, DSP-Architektur, modular, exklusiv für unsere komplett Wohn- und Kellerheimkinos.
haben wir hier verbaut und das war der Anlass, das System hier eben umzugestalten. So, und zum Thema Konzept. Früher, das war dieselbe Couch, also diese Couch hier, die kennen Sie vielleicht, die stand auch schon, mach ich mir hier Weitwinkel, sieht man es ein bisschen besser, außer vom Beamer Lichtkegel, außerdem auch von Vorteil. Also diese Couch, die hatte ich schon immer hier und ich saß bislang auch immer hier auf dem Sitzplatz und dann war hier eben früher die Modern Lounge installiert. So, hier an der Stelle war der Kamin und deswegen war das System symmetriert quasi von diesem Bereich vom Kamin bis zu der Wand, die sich dahinter versteckt. Und da war schon der Grundsystem mit dem Heimkino drin oder der grundkomprimierende Faktor. Und zwar hat ja der eine Lautsprecher, der da drüben früher in der Ecke war, eine ganz andere akustische Umgebung gehabt als der auf der anderen Seite. Und da hätte ich reinstecken können, was ich wollte. Man kommt nie über ein gewisses Maß an Qualität, gerade bei der Abbildungsgenauigkeit, an, wenn ich die Lautsprecher so unterschiedlich in den Raum strahlen lasse. Und das wäre hier akustisch auch gar nicht mal so einfach zu lösen gewesen. Also war für uns klar, wenn wir jetzt hier ein Ultra-High-End-Lautsprechersystem vorstellen wollen in einem Wohnraum. By the way, es ist nachher so cool geworden, dass wir jetzt gerade unser Referenzkino mit noch größeren Modellen ausstatten. Und dann stelle ich Ihnen beide zusammen vor. Wir werden die hier noch ein bisschen downgraden. Unten machen wir ein Upgrade, sodass Sie als Kunde bei uns zwei verschiedene Lösungen von dem Climax-System erleben können. Also im Rahmen von Komplett-Heimkino-Beratungen natürlich. Auf jeden Fall war uns klar, wenn wir in diese Sphäre hier reingehen, wo wir so hochwertige Lautsprecher haben, brauchen wir gar nicht erst anfangen, den Kamin am Leben zu lassen und selber mit dieser Basisbreite weiterzuleben, die hier vorher war. Und da fängt das Konzept an, dass man sich zunächst mal überlegt, wo möchte ich in der Summe hin? Und in unserem Fall war es so, ich meine, ich bin hier allein in dem Haus und das Haus ist quasi nur für mich als Übernachtungsoption plus für die ganzen Heimkinos da. Wer braucht da einen Kamin? Ich nicht. Also Kamin gedanklich verabschiedet. Dann haben wir hier aus unserem Material einen entsprechenden Expander gebaut und dasselbe hier drüben auch auf der anderen Seite. Das ist hier schon mal der Grundgedanke. Zusätzlich war der Gedanke hier, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten und wir zoomen jetzt wieder ran, bei der Leinwand dann innerhalb von dem Bereich, dem Raum, wieder diese Tiefe zurückzugeben, die wir hier seitlich durch diese Expander-Aufbauten, hinter denen sich die Absorber und die Lautsprecher verstecken, da wollen wir dem Raum wieder was zurückgeben. Also haben wir hier, wir machen das in letzter Zeit sehr häufig gerne, weil es einfach cool aussieht, ein Spiegelsystem installiert, welches den Raum optisch einfach deutlich vergrößert. Also gerade wenn ich mich jetzt hier so bewege, dann sieht es so aus, als ob das Deckensegel durch die Leinwand durchgeht. Ich mache das jetzt gerade nochmal hier so vom Sitzplatz aus. Das ist einfach ein extrem, so sieht man es ganz nett, ein extrem cooler Effekt. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt damit schon mal so grob vorgegeben gehabt, okay, wir haben da drüben den Expander und auf der anderen Seite auch. Wir konnten dadurch aber keine dicke Baffle-Wall machen, weil wir dann mit der Leinwand, ja, die hört quasi hier auf. Also es geht hier nicht tiefer nach hinten. Wir haben diese Spiegel quasi direkt auf die Wand aufgeklebt bzw. installiert. Und ja, was machen wir jetzt mit dem Center Speaker? Was machen wir mit dem Thema Baffle Wall? Was machen wir mit dem Thema Subwoofer? Haben wir hier jetzt so gelöst, dass bei dem Climax-System, welches sowieso modular und voll individualisiert mit einem sehr großen Preisvorteil in unsere Komplett-Heimkinos integriert wird, dass wir uns hier einen individuell sehr flach gebauten High-End-Center-Speaker hier hingesetzt haben, der natürlich bei dem Mittelhochtöner dieselbe Höhe einhält wie hier, aber wo wir die Basstreiber anders arrangiert haben, um eben hier unten noch den Spiegel installieren zu können, dass die Leinwand noch diesen Schwebeeffekt mitbringt. Das war hier Teil vom Konzept. Wir haben dann probiert, so gut wie es geht, noch rund um die Leinwand ein bisschen Mittelhochtonabsorption zu realisieren. Und haben dann einen Großteil der Grundtonbedämpfung hier in dem Deckensegel vorgenommen. Dieser Raum hat eine typische Höhe von 2,40 Meter und ein bisschen was, ich glaube 2,45. Ich bin 1,80 oder 1,79 um den Dreh rum.
mit den Nike-Schuhen bin ich mindestens 1,85. Ja, auf jeden Fall haben wir das Deckensegel so roundabout 25 cm abgesetzt, also relativ viel mehr, wie zum Beispiel hier bei unserer Theater Lounge. Da ist ein komplett anderes Deckensegelkonzept vorhanden als jetzt hier. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann sieht man den Unterschied hoffentlich ein bisschen deutlicher, weil wir eben bei der Theater Lounge eine richtige Baffle Wall haben, die schon, ja, wenn ich hier mal so drum rum gehe, hier ist dann so die Baffle Wall integriert hinter dieser Art Mask. Und dafür haben wir hier oben dann eben so ein bisschen mehr reingepackt, inklusive der Rear Speaker, die hier versteckt drin sitzen. Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich Kompromisse. Ja, auch dieses Heimkino, obwohl wir hier ein Heimkino haben, so wie hier in der Summe mit diesem VW 870 Beamer, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, mit Storm Audio Elektronik, Akkuton, DSP Endstufen, stelle ich Ihnen nochmal einzeln vor, liegt man hier sicherlich bei rund um die 100.000 Euro. Und trotzdem sind hier Kompromisse drin. Ein Wohnraumsystem ohne Kompromisse ist ein schwarzes Kellerheimkino und kein Wohnraum mehr. Also geht das nicht. Das muss man sich auch klar sagen. Hier der Kompromiss. Ich mag diese orientalischen Teppiche. Ja, ich bin auch ein Restlicht- oder Schwarzwertfanatiker. Ich habe hier aber noch einen schwarzen Teppich, wenn sich mal anders vorführen möchte. Aber ich möchte hier ein bisschen spreizen, damit Sie als Kunde hier die Möglichkeit haben, eben mal verschiedene Aspekte kennenzulernen. Wie wirkt zum Beispiel hier eine Projektion in dieser Umgebung mit schwarz absorbierenden Seitenwänden und der Decke? Und eben, was macht dann auf einmal noch ein verhältnismäßig heller Teppich aus, neben hier diesem Echtholzparkett, der noch hell ist? Wie gesagt, ich habe nur einen schwarzen Teppich, kann ich ausrollen, da kann ich ja eine andere Umgebung schaffen, um das durchzusimulieren. Aber das gehört eben auch mit zum Konzept, dass man sich eben auch solche Sachen überlegt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel alles extrem weiß habe, dann muss ich mir auch überlegen, brauche ich hier wirklich unbedingt schwarz oder an welchen Stellen mache ich dann nur hier schwarz oder hier an der Stelle auch. Der Teppich ist ja schon verhältnismäßig dunkel, ja, im Vergleich zu anderen. Da muss man auch wissen, okay, wie rum lege ich denn so einen Teppich? Weil so ein Teppich, das weiß ich, weil ich in einem Möbelhaus mal gelernt habe, so ein Teppich hat immer eine Schussrichtung. Das ist praktisch immer dunkler in die eine Richtung als in die andere. So, und dann muss man sich natürlich auch mal die Mühe machen, den Teppich zu drehen und zu gucken, wie passt denn so ein Teppich jetzt besser zum Bildvergnügen? Wo habe ich mehr Restlichtreflexion? Aber ich möchte jetzt keinen Teppichvortrag halten, sondern noch mal kurz aufs Bild zu sprechen kommen. Wir haben hier zum Beispiel als Teil des Konzeptes einen VW 870 installiert. Der hängt exakt in der Mitte vom Raum. Und den kann ich so einstellen, dass wir hier einmal die 2,40 Meter breite 16:9 Leinwand mit dem akustisch transparenten BS65K ansteuern. Und ich gehe hier auch mal nah hin. Und Sie sehen hier, selbst in den hellen Bereichen hier von diesem Menü, dieses Tuch ist wirklich exzellent, weil Sie keinerlei Struktur haben. Und davon abgesehen, quasi keine hörbare Dämpfung irgendwo im Hochtonbereich. Das Tuch ist einfach super. Es gibt welche, die sehen zwar ähnlich aus, sind aber akustisch und auch vom Bild wesentlich schlechter. Wir sind der Einzige, der das Original BS65K einsetzt. Und auch das gehört hier eben dahingehend mit zum Konzept, dass ich hier ganz bewusst zeigen möchte. Okay, akustisch transparente Leinwand bietet viele Vorteile, aber auch manche Einschränkungen, gerade Thema Tageslichttauglichkeit und Robustheit. Und hier auf der anderen Seite, in der Theater Lounge, müsste ich jetzt mal die Motivleinwand hochfahren. Dahinter haben wir dann unser Niveau White, ein Unity Gain Tuch, praktisch ein ganz klassisches. Und da ist dann deswegen auch das Center unten drunter. Genau, und so können wir quasi in einem Raum mit einem Beamer zwei völlig verschiedene Leinwandkonzepte hier vorführen. Und Thema Deckensegel, wie gehabt, ist eben auch unterschiedlich. Hier so die Lösung, alles etwas heller und hier vorne mit Stein. Und da wollte man eher so diesen holzigen Bereich mit aufnehmen, weshalb wir hier eine Lamellenlösung gemacht haben vom Deckensegel her, wo dann vom Sitzplatz aus hier möglichst viel vom Licht auch weggeschluckt wird. Aber das ist eben längst nicht so gut wie hier. Aber Sie sollen ja als Kunde selber entscheiden, wenn Sie ein Wohnraumkino von uns wollen. Wollen Sie Ihr Wohnzimmer so wie hier in Schwarz haben? Ich persönlich finde es super schön, gerade wenn man es hier eben absetzt mit diesen wunderbaren Open Mind Diffusoren, die wir hier installiert haben. Und auch das ist ja wieder konzeptbedingt eine Besonderheit. Denn wenn das jetzt ein einzelner Raum wäre,
dann hätte ich wahrscheinlich die Diffusoren dort nicht unbedingt angebracht. Denn es stört jetzt nicht, dass die da sind. Also der Lautsprecher hier, der strahlt zum Sitzplatz und fertig, den stören jetzt diese Diffusoren nicht, aber die sind hauptsächlich für das Kino da drüben gedacht und umgekehrt. Die müssen sich natürlich ein Stück weit ergänzen. Und das machen die auch insofern, als dass ich jetzt da hinten auch einen Akustikvorhang habe, der hier rausfährt und für diesen Raum hinten diesen Bereich da akustisch ein bisschen wegnimmt. Also da muss man hier ein bisschen auf Besonderheiten eingehen. Und wo wir es von Kompromissen hatten, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzettelt und Sie können mir noch folgen. Wie gesagt, hier sitzen die Surround-Lautsprecher drin. Das ist ein 5.1-System. Wir hätten jetzt hier nicht so einfach irgendwo nochmal Surround-Lautsprecher platzieren können. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade bei Surround-Lautsprechern. Was ist ein gangbarer, was ist ein vertretbarer Kompromiss? Es wird jetzt wenig bringen, wenn ich jetzt einen Surround-Lautsprecher hier oben irgendwo an die Decke hänge oder hier unten und den anderen da irgendwo in so ein Lowboard rein. Also da ist Symmetrie im Zweifelsfall wichtiger, als dass jetzt die Lautsprecher unbedingt irgendwo ganz sklavisch jetzt hier mit den anderen Lautsprechern auf einer Höhe sein müssen. Aber dann wiederum brauche ich hier oben auch kein Dolby Atmos. Und das ist wirklich ein Kompromiss, ja, der ist nicht unbedingt schulbuchmäßig, die Surround-Lautsprecher einfach in die Decke zu verfrachten. Wenn man allerdings schaut, dass die Lautsprecher dafür geeignet sind und das mit dem Sitzplatz korreliert, gibt es da meiner Meinung nach wenig, was jetzt in so einem Raum wirklich noch sinnvoller gewesen wäre. Und, das ist ja bei uns auch immer hier die Besonderheit, wir wollen es Ihnen halt vorführen. Wenn ich Ihnen sowas plane, können Sie es hier selber erleben, wie hört sich 5.1 an mit den Lautsprechern oben. Ich finde, es klingt zwar nicht so differenziert wie Dolby Atmos Lautsprecher oben und die Surround Lautsprecher hinten bzw. seitlich, aber um Welten besser als falsch aufgestellte Lautsprecher irgendwo da hinten im Eck, wo die Winkel nicht passen. Wenn die irgendwo da hinten stehen, wo halt Platz ist. Also da muss man immer nach dem besten Kompromiss suchen, der im Rahmen des Konzepts funktioniert. Und zum Abschluss, dann sind wir hier mit dem Kino soweit durch. Noch ein, zwei Kleinigkeiten. Habe ich schon erwähnt, wir haben hier dann die IMAX Slim, das ist mir gerade eingefallen, hier. Weil wir eben wussten, dass hier vorne relativ wenig Basisbreite zur Verfügung steht, durch die Symmetrierung unter Einbeziehung hier von diesem Erker, haben wir hier unsere IMAX Slim verbaut, weil die nämlich hier konzeptbedingt wirklich Sinn macht. Die hat nämlich einen sehr dünnen Rahmen. Ich zoome da mal hin. Zack, das sind nämlich hier gerade mal 4 cm Rahmen. Und diese Leinwand ist mit diesem Rahmen maskierbar. Ich zeige das mal. Weil nämlich hier das Rahmenelement dasjenige ist, welches sich bewegt. Und dadurch könnte man hier nochmal ein paar Zentimeter Bildgröße gewinnen. Was eben bei dem Konzept sinnvoll ist. In einem Heimkino macht es keinen Sinn, also in einem klassischen Heimkino unbedingt jetzt hier eine IMAX Slim zu verbauen, kostet mehr wie eine IMAX Classic, deutlich aufwendigere Mechanik, wenn man dadurch nicht so viel gewinnen kann wie hier. Ja, und was wollte ich noch zeigen? Ja, Thema Subwoofer, genau. Wo haben wir hier die Subwoofer versteckt? Wie gesagt, hier unser Deckensegel, relativ dick, könnte man die Subwoofer einbauen in einer Single-Lösung. Wir könnten auch die Subwoofer rein theoretisch hier eingebaut haben. Würde aber wenig bringen hinsichtlich einer symmetrischen Raumanregung, weil da müssten wir auch hinter die Leinwand und da wäre es vom Platz ein bisschen schwierig. Außer wir machen sehr dünne Subwoofer, hätten wir eigentlich auch im Programm. Aber was wir hier gemacht haben ist, die Subwoofer sitzen zusammen hier hinten mit der Artmask in dieser Baffle Wall. Und wir haben beide Systeme über eine Vorstufe gekoppelt. Dazu gleich nochmal. Und die Subwoofer, die praktisch von hinten spielen, mit den Frontlautsprechern von vorne, das würden sich viele nicht trauen. Wir machen das relativ häufig, weil es viele Fälle gibt, wo das sinnvoll ist. Aber auch das ist wieder ein Konzeptgedanke, wo man unbedingt wissen muss, sitze ich denn wirklich auf einer Stelle? Wenn ich hier zwei verschiedene Sitzreihen hätte, kommt im Wohnzimmer selten vor, dann würde das schon nicht funktionieren, weil dann die Laufzeiten zu sehr differieren. Aber selbst wenn ich jetzt hier ein anderes Sofa hätte, ja, bei dem hier weiß ich jetzt, wenn ich jetzt hier hinten sitze, dann ist mein Kopf hier, Sitzabstand und so, gucken wir uns alles nochmal in einem anderen Teil an. Und egal, wie ich die Rückenlehne einstelle, ich habe jetzt nicht so diese sehr große Varianz drin, die ich mit eher Heimkinobezogenen oder so Liegesesseln habe, dann würde das Konzept auch schon nicht funktionieren. Das heißt, Sie müssen auch die Sitze unbedingt in Ihr Kinokonzept mit einbeziehen, als Beispiel.
So, nächstes Thema ist Elektronik. Ja klar, jetzt haben wir hier DSP-Lautsprecher. Wir haben jetzt hier auch eine DSP-Endstufe, die die Daten digital von der Vorstufe bekommt über Netzwerkkabel. Da brauche ich natürlich auch die entsprechende Vorstufe. Dann habe ich jetzt hier ein System, welches gleichzeitig A-B-Vergleiche zwischen diesen zwei Kinos erlaubt, weil ich die Setups gleichzeitig mit der Steuerung reinladen kann. Das gehört auch noch zum Konzept. Welche Funktionen muss ich mit einer Steuerung einfach erledigen können? Hier zum Beispiel laufen jetzt auch die Jalousien mit etc. oder Haustürklingel und Medienserver etc. Das alles gehört zum Konzept. Und Sie merken, es ging jetzt eben nicht drum, klingt jetzt die Endstufe gut mit dem Lautsprecher? Ja, das tut sie. Und das ist auch ein Punkt, den man so irgendwo im Hinterkopf haben sollte. Aber das kommt erst ganz zum Schluss. So, das war jetzt mal am Beispiel von dem Kino. Jetzt gucken wir uns das kurz noch ein bisschen abstrakter für Ihr System zu Hause an. Okay, jetzt sind wir ja gerade eben in diesem Heimkino beispielhaft das Thema Konzept durchgegangen. Ich wollte Ihnen einfach mal nahebringen, natürlich, was wir Schönes gebaut haben, aber gleichzeitig auch mal so ein bisschen die Idee vermitteln, was wir bei den Details so für Gedanken hatten und wie man in Konzepten denkt, warum wir so hier gelandet sind. Das wollte ich transportieren. Und jetzt probieren wir das Ganze mal durch Fragen, Analysen und später auch durch Lösungsansätze für Ihr eigenes Wohnzimmersystem dementsprechend umzusetzen. Und ich stelle Ihnen jetzt drei Fragen. Sie beantworten die sich immer mit Ja oder Nein. Wenn Sie innerlich ein Ja geben, kriegen Sie ein Sternchen. Bei drei Sternchen alles super. Bei null Sternchen haben Sie kein Konzept. Und dann müssen Sie nachher bei dem Thema Lösungsansätze besonders gut hinhören oder sich das Video dementsprechend nochmal kurz anschauen oder anrufen bei Fragen oder mit uns ein Projekt machen. Whatever. Auf jeden Fall gibt es dann Nachholbedarf. So, also, wir haben jetzt hier so ein Heimkino und wenn wir so ein Kinoprojekt starten, dann fangen wir immer gedanklich, das ist auch immer das große Thema bei unseren Tooltime-Kunden wegen der Integration von Lautsprechern, wir fangen gedanklich immer mit einem weißen Blatt Papier an. Und das ist auch gleichzeitig die erste Frage an Sie. Als Sie Ihr Wohnraum-Heimkino geplant haben, ja, man muss sich ja grundsätzlich irgendwie überlegen, wo setze ich mich hin, wo kommen grob die Lautsprecher hin etc. Haben Sie dort gedanklich bei Null angefangen in einem unmöblierten Raum und sich dann überlegt, wie sieht denn eigentlich das perfekte Heimkino aus, egal ob Sie es in 5 oder in 10 Jahren oder sofort umsetzen, wo möchte ich denn später in der Gesamtheit hin? Das ist zunächst die alles entscheidende Frage. Haben Sie sich überhaupt schon mal einen kompletten gedanklichen Ansatz gemacht? So, jetzt kommen wir dann zu Frage 2. Haben Sie bei der Gesamtplanung raumakustische Merkmale, Eigenschaften und Behandlungen des Raumes in einer intensiven Form mit berücksichtigt? Und jetzt Frage Nummer 3. Bei jedem Hardwarekauf, den Sie vorgenommen haben für Ihr Heimkino, nehmen wir mal zum Beispiel einen Subwoofer. Haben Sie diese Kaufentscheidung hinsichtlich aller, und jetzt bitte nochmal hier ein Ausrufezeichen denken, hinsichtlich aller relevanten anderen Aspekte in diesem Heimkino immer gegengeprüft? Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Subwoofer kaufen, dann muss ich mir ja überlegen, passt der vom Platz überhaupt an die Stelle, wo ich ihn hin habe? Da muss ich mir überlegen, an die Stelle, wo ich ihn hinstelle, ist der denn akustisch sinnvoll? Die nächste Frage ist, ist der Subwoofer vom Frequenzumfang, also es geht ja auch die Frage, wie weit spielt ein Subwoofer nach oben, passt der denn zu den Hauptlautsprechern? Inwiefern harmoniert der denn von seiner Klangcharakteristik mit den Hauptlautsprechern? Welche Pegel möchte ich hören? Ist der mit der Raumeinmessung des AV-Verstärkers irgendwo oder der Vorstufe sinnvoll kombinierbar oder hat er eine eigene und so weiter und so fort. Reflektiert das Hochglanzschwarzgehäuse womöglich zurück auf die Leinwand? Habe ich ein Raumakustikkonzept hinsichtlich Bassabsorption, wo das Subwoofer harmoniert und. Und das ist eben die dritte Frage, ob Sie beim Kauf von Komponenten diesen Quercheck in alle Richtungen machen. Wenn Sie feststellen, dass Sie sehr regelmäßig Hardware kaufen und zirkulieren und dabei
immer von einem Standpunkt aus starten der Unzufriedenheit und jetzt nicht der Neugier. Es kann ja sein, Sie sagen sich, hier ist ein Sony VW 870, ich möchte mal sehen, was der kann. Aber wenn man immer aus so einem Aspekt der, ach Mensch, der Schwarzwert könnte besser sein und ach, der Bass ist nicht so präzise. Wenn Sie aus diesem Aspekt heraus Sachen kaufen und das regelmäßig, dann spricht das klar dafür, dass das Wohnzimmersystem nicht mit einem schlüssigen Konzept geplant und oder umgesetzt ist. Ich werde jetzt hier bei diesem Aspekt mit dem Thema Konzept jetzt gar nicht so sehr auf einzelne Beispiele eingehen, im Sinne von, hören Sie sich jetzt diesen einen Track an und danach diesen und jenen und vergleichen Sie diese oder jene Aspekte. Das machen wir noch. Aber dann geht es um akustische Specials zum Thema Center Speaker oder Raumakustik und auch was jetzt Bildabstand betrifft. Wie gesagt, die Sachen, die packt man dann in die jeweiligen Einzelrubriken rein. Jetzt möchten wir mal erst überlegen, woran stelle ich eigentlich bei einem Heimkino fest, im Wohnzimmer, wenn ich mich reinsetze, ob ich ein schlüssiges Konzept habe. Da habe ich mir auch überlegt, Mensch, wie kann ich Ihnen das vermitteln, wie können Sie das selber prüfen? Und ich mache jetzt hier mal nur ein Beispiel mit einem Titel, mal ganz grob. Hier Super 8, sehr guter Film. Sie haben dann womöglich kein oder kein gutes Konzept in Ihrem Wohnraumsystem, wenn Sie sich bei Ihrer Präferenz für Filme auf das einschießen, was Sie denken, welches technisch gut wiedergegeben wird. Also wenn Sie zum Beispiel einen sehr, ich sage jetzt mal, bumsigen Bass haben und hören dann nur Titel an wie Pacific Rim oder x-beliebige Avengers-Movies, Und Sie machen gerne einen Bogen um Filme, die jetzt gar nicht so auf Effektspektakel ausgerichtet sind, dann spricht das klar gegen ein Konzept. Denn mit einem konzeptionierten Heimkino sollte grundsätzlich alles gut klingen. Dass natürlich jede Anlage immer ihre Schokoladenseiten hat oder Dinge, die sie nicht so gut kann, das ist ein Stück weit klar. Aber die Frage ist immer, auf welchem Niveau. Also Sie sollten bei einem konzeptorientierten Heimkino in Relation zur Preisklasse, zur Gesamtpreisklasse natürlich, überall immer so eine Schulnote, ich sage jetzt mal 2 oder von mir aus eine 2-3 haben. Aber niemals so, dass Sie sagen, Mensch, das eine klingt phänomenal, dem gebe ich eine 1 und dem anderen gebe ich eine 5. Dann ist eine Inbalance drin. Und auch das gehört zu einem Konzept, das Ausbalancieren, jetzt nicht nur vom Budget, ja, wenn ich jetzt 80.000 Euro habe und stecke das jetzt komplett in Elektronik und Lautsprecher und es bleibt nachher nichts mehr übrig für Akustik und Beamer, dann ist das auch kein Konzept. Aber mit Balancing meine ich einfach auch, dass das, was Sie ausgeben, und das ist egal, ob Sie jetzt 10.000 ausgeben oder 100.000, dass das Geld immer dort reinfließt, wo es für Sie am effektivsten arbeitet. Und auch daran können Sie ein Konzept erkennen. Wenn Sie Ihr Geld zwischenzeitlich aus Verzweiflung irgendwie angefangen haben, in Stellfüßchen, in sandbefüllte Rack-Ebenen, in irgendwelche sauteuren Kabel auszugeben. Ich klammer hier übrigens Power Conditioner absichtlich mal ausdrücklich aus, denn das ist etwas, was in Wohnräumen durchaus sinnvoll ist im Normalfall. Aber Power Conditioner können auch kein Konzept ersetzen. Aber auf jeden Fall, wenn Sie feststellen, dass Sie in diese Zubehörschiene wegrutschen, das ist das Gleiche wie Hardware zyklisch austauschen, dann spricht das auch nicht für ein Konzept. Denn dann probiert man irgendwo, wenn man jetzt halt konzeptmäßig nicht weiterkommt, wenn die Akustik nicht passt, wenn die Zusammenstellung der Lautsprecher nicht passt, wenn sie falsch sitzen und, dann können sie es dadurch nicht wieder rausholen. Aber genau das passiert blöderweise in vielen Fällen. Sie können auch dann feststellen, ob Sie ein gutes Konzept haben. Hier, wenn Ihr Handy beim Film mal für 2 Stunden arbeitslos ist. Denn das ist der beste Indikator für ein gutes Heimkino. Wenn Sie so einen Film anschauen, wie zum Beispiel Super 8, dann bei Filmen, die ich wirklich mag, kriege ich dann immer schon eine Gänsehaut, weil ich an das denke, was ich schon gerade eben erlebt habe, bevor ich jetzt die Kamera aufgebaut habe. Habe ich mich hingesetzt und überlegt, Mensch, anhand von welchem Film kann ich Ihnen das jetzt hier kurz ein bisschen erklären. Und da bin ich bei Super 8 hängen geblieben. Und schauen Sie sich die ersten 2-3 Minuten von dem Film an. Wenn Sie so wie hier ein Heimkino haben, was auf den Punkt kalibriert ist, das ist auch noch ein Thema, aber konzeptionell zusammengestellt ist, dann beginnt das mit einem orchestralen Intro, wo Sie die Lautsprecher vergessen.
dann hören Sie bei der Kamerasequenz über dieses Stahlwerk sogar die quietschenden Bremsen von dem Gabelstapler ganz links noch drin, die Sie vielleicht vorher noch gar nicht so rausgehört haben. Das System muss sich nicht anstrengen, um Details rauszuhören. Die unterschiedlich lauten Dialoge bei der Beerdigungszeremonie oder dem Leichenschmaus. Die einen flüstern, die anderen klingen ein bisschen aufgeregter, der nächste fällt dem anderen ins Wort. Dann hört man, dass die Hundeleine oder das Hundegeschirr von dem Vierbeiner, der da rumläuft. Sprich, sie werden bei einem Konzept auch durch den richtigen Sitzabstand, durch das Abschalten der Umgebung, da darf hier durchs Fenster nicht irgendwie der Autoscheinwerfer von der anderen Straße zu sehen sein, keine Klimaanlage darf sie stören. Beamergeräusche ist auch noch ein Thema, das ist jetzt hier nicht so ganz perfekt, aber in der Summe darf sie nichts so ablenken, dass das Hineinfallen in den Film kompromittiert ist. Wenn Sie da sitzen, müssen Sie für diese 2 Stunden in dem Film komplett gebannt sein. Sie müssen teleportiert werden in den Film. Und das ist in Wohnräumen extrem, wirklich extrem schwierig. Und da bin ich wirklich der Meinung, selbst wenn ich jetzt hier drüben die Theater Lounge anschaue, die eher so ein helles Ambiente hat, ist das da schon nicht, bei weitem nicht so gut möglich wie hier mit dem Schwarz. Und da muss man sich jetzt natürlich überlegen, auch das gehört zum Konzept. Wo möchte ich denn hin? Möchte ich, so wie hier, in so eine kinomäßige Umgebung, wo ich im abgeschalteten Zustand wirklich quasi fast wie im Heimkino nur noch das Bild sehe, den Ton höre und beides zusammen in so einer Qualität habe, dass ich nicht an Technik denke, dass ich nicht durch ein digitales Bild, welches überschärft wirkt und kriselig, irgendwie an den Beamer denke. Und auch High-End-Lautsprecher zeichnen sich nicht nur daraus aus, dass sie jetzt extrem auflösend spielen, so wie die hier. Das ist krass. Aber sie dürfen es nicht so machen, dass sie selber, das Gleiche wie beim Subwoofer, sie dürfen sich nicht selber als technische Komponente so in den Vordergrund stellen, weil sie irgendwas extrem auffällig machen. Sie sollen es einfach gut machen. Und das geht nur im Rahmen von einem Konzept. Einfach formuliert, wenn Sie ein Konzept haben, zieht das Heimkino Sie aus Ihrer Welt für 2 Stunden raus und zieht Sie hier in Super 8 oder in Star Trek oder hier, was auch immer, suchen Sie sich was raus. Und so können Sie am Endergebnis einfach für sich die Frage schon, wahrscheinlich haben Sie sich schon beantwortet, eben relativ schnell dann eben auch dementsprechend erklären. So, und jetzt ist dann die Frage, wenn Sie noch nicht an dem Punkt sind, wo Ihr Wohnraum dieses Niveau umsetzen kann, wie kommen Sie dann dahin? Und ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den ich gerade eben vergessen habe aufzuführen. Ich habe doch vorhin erwähnt, dass die Theater Lounge so ein bisschen einen helleren Charakter hat als jetzt hier dieses Kino. Und man muss sich vor dem Zeichnen von irgendeinem Plan, vor dem allerersten Konzeptgedanke, müssen Sie sich ehrlich fragen, was will ich eigentlich? Deswegen haben wir ja hier zum Beispiel 2 Kinos drin. Möchte ich denn überhaupt, so wie hier, ein Kino haben, wo ich voll versinke für 2 Stunden? Ist das denn Ihr Anspruch? Oder möchten Sie einfach nur in Anführungszeichen, da ist dann vielleicht sowas wie da drüben besser, was Helles, Freundliches haben, damit Sie mit Ihrer gesamten Familie einfach ein möglichst großes Bild haben, einen guten Ton. Also sprich, wie sehr ist dieses Eintauchen wichtig? Und dann muss man sich eben dann auch wie hier wieder die Balancefrage stellen. Möchte ich denn dann, damit ich das so gut machen kann wie hier, auch den Raum entsprechend dem Ganzen unterordnen und dunkel gestalten? Und das Schöne ist, Sie müssen das ja nicht so machen wie hier. Aber Sie sollten durchaus für sich selber einmal festlegen, wo will ich hin, um es dann zielgerecht zu verfolgen. Das ist nämlich ein Konzept. Es kann auch ein Konzept sein, alles in weiß zu machen. Aber dann brauchen Sie wiederum keinen Sony VW870 hier installieren, wenn das Ganze dann da gar keinen Sinn mehr macht. Ja, wenn der Beamer seine Vorteile gar nicht mehr umsetzen kann. Wenn er weit unter seiner Qualität spielt. Genau das meine ich mit dem Balancing. Dann brauchen Sie sich das Geld da gar nicht reinstecken. Dann ist vielleicht
irgendwie eine besonders aufwendige Beleuchtung oder eine Steuerung besser? Auch bei der Steuerung ist das übrigens ein Thema. Wer soll das Kino steuern? Welche Funktion soll mit welchem Maß an Zugänglichkeit gesteuert werden? Muss es der Babysitter bedienen können? Wie wichtig ist eine Sprachbedienung? Brauche ich für Kinder irgendeinen Kinderschutz? All das sind Fragen, die Sie sich bei einem Konzept vorher beantworten müssen. Das ist der allererste Schritt auf dem Weg zum Konzept. So. Und reden wir jetzt aber endlich auch mal darüber, wie Sie ein Konzept in Ihrem Heimkino am besten angehen. Zunächst mal, Sie nehmen wieder das berühmte weiße Blatt Papier und verabschieden sich bitte gedanklich zunächst mal von allem, was Sie als Möbel in Ihrem Wohnraum haben. Couch, Wohnwände, Esszimmer, auch mal kurz die Frau kurz wegblenden bitte. Wir wollen jetzt erstmal kurz gucken, wo wir idealerweise hinwollen. Und dann stellen Sie sich zunächst mal ein paar Fragen. Mit wie vielen Leuten möchte ich in welcher Form sitzen? Und wie nutze ich das Kino? Geht es um hohe Pegel? Geht es um niedrige Pegel? Geht es darum, dass ich schnell mal eben kurz eine Tagesschau-Sequenz anschauen möchte? Oder auch von der Tageszeit möchte ich mir dann nachts 2-3 Stunden lang einen bestimmten Film dediziert anschauen? Daraus ergibt sich dann, wie groß ist das Thema der Tageslichttauglichkeit? Oder brauche ich vielleicht was, wo ich für meine Kinder so als digitaler Babysitter irgendwas mal hinschmeißen kann und die schauen 4-5 Stunden Fernsehen, was ich nicht hoffe, aber gibt es auch solche Fälle. Sprich, man muss zuerst mal für sich wissen, was soll es denn eigentlich können, das Produkt? Oder möchte ich vielleicht sehr viel Stereo hören? Bin ich jemand, der alleine wohnt und der einfach in seiner Wohnung seiner Stereo-Liebhaberei ebenfalls nachgehen möchte, zusammen mit einem tollen Heimkino, vielleicht noch mit Plattenspieler etc.? Wie sieht es denn aus mit Nachbarn? Auch das ist ein großes Thema. Muss ich jetzt eine Lösung machen, die speziell auf Schalldämmung auch ausgelegt ist? Oder für welche Lautstärke hat man schon? Das wäre auch nochmal ein wichtiges Thema. Wie höre ich denn eigentlich? Schaue ich die Filme eher intensiv an und zu welchen Zeiten? Also Sie sehen, man muss sich zunächst auch mal ganz bewusst mit sich selber auseinandersetzen, um ein Anforderungsprofil für das eigene Wohnzimmersystem zu erstellen. So. Und mit all diesem Wissen gehen Sie jetzt zunächst mal her und positionieren die ideale Sitzgelegenheit für Ihren Bedarf in dem Raum. Und wenn man sich dann überlegt, okay, wir haben immer irgendwo, gerade im Wohnzimmer, Türen, Fenster, Balkon, meistens ist noch eine Küche angegliedert und ein Esszimmer oder eine Galerie. Sprich, das sind immer sehr komplexe Räume, die meistens gar nicht so viele Optionen haben, ein Kino auszurichten. Und dann streichen Sie von den ganzen Möglichkeiten, die Sie jetzt im Kopf haben, alle Varianten raus, wo eine Couch entweder in der Mitte vom Raum steht oder direkt an einer Wand. Dann wird es schon weniger. Und dann, das haben wir noch in einem späteren Special, muss man zunächst auch mal so ein bisschen das Thema Akustik im Hinterkopf behalten und sich überlegen, okay, Baffle Wall, also akustische Frontwand. Absolutes Minimum, so ist es auch hier hinter der Leinwand, 10 cm, da kriege ich noch ganz flache Lautsprecher und ein bisschen Absorptionsmaterial dahinter. Wenn ich dort eine basstaugliche Baffle Wall installieren möchte, dann schon eher so 60 bis 80 cm. Dann kriege ich auch relativ schnell ein Gespür dafür, wie groß habe ich dann letztendlich noch den Sitzabstand zu einer Leinwand, die ich davor platziere. Natürlich können Sie auch mit einer Motorleinwand arbeiten und die gedanklich jetzt zu irgendeiner Fensterfront runterfahren lassen. Aber da müssen Sie halt auch überlegen, wie geht denn dann das Konzept weiter? Und das ist der Punkt, wo ich dann immer sage, eine Motorleinwand ist für mich kein Konzept. Eine Motorleinwand beantwortet jetzt nicht unbedingt auch jede Konzeptfrage. Weil ich muss ja trotzdem gucken, wo platziere ich die Lautsprecher. Aber gut, gucken wir uns dann in einem anderen Special nochmal an. Auf jeden Fall, das sind so die typischen Fragen, so dieser typische Ablauf, den man bei so einem Konzept hat. Was ich in dem Zusammenhang auch empfehlen kann, auch wenn es anachronistisch klingt, auch wenn das jetzt natürlich von mir kommen muss, suchen Sie sich einen guten Händler. Ich kann nur empfehlen, es bringt Ihnen nichts, wenn Sie durch ganz Deutschland Ihre Hardware bei den günstigsten Anbietern einfach wahllos zusammenwürfeln. Sie werden dann nie einen festen Händler haben, der Sie kennt,
der Ihren Wohnraum kennt, der vielleicht selber auch ein guter Installer ist und im Idealfall bei Ihnen zu Hause auch reinschaut, um Dienstleistungen zu bringen. Sie glauben wahrscheinlich gar nicht, wie viele Leute bei uns in der Woche anrufen und fragen, ob ich deren Wohnzimmer kalibrieren kann oder Beamer, was auch immer. Und da sage ich immer, nein, erstens fehlt dafür komplett jeglicher Anflug von auch nur einer Stunde Zeit für sowas. Aber der Hauptgrund dafür, fernab jetzt mal gesehen von diesen ganzen zeitlichen Geschichten, ich sage dann immer zu den Kunden, es macht doch keinen Sinn. Ich weiß doch gar nicht, ob sie ein Konzept haben. Ich kenne System nicht, womöglich haben sie Hardware, die ich nicht kenne. Und da könnte ich ihnen gar nicht garantieren, jetzt vorbeizukommen, um mit einer Kalibrierung wirklich viel rauszuholen. Wenn der Fehler irgendwo im Konzept liegt, dann kann ich das nicht hintenrum rausholen. Ist ja eigentlich logisch. Und deswegen empfehle ich, suchen Sie sich einen guten Händler wirklich als Partner raus, der auch mit Ihnen wächst, der genau weiß, wie Sie hören, wie so Ihre Präferenzen sind. Und natürlich kann ich das total verstehen, wenn man hergeht und sagt, ich melde mich lieber in drei Foren an, stelle mir die Frage, was soll ich kaufen? Aber letztendlich ist halt die Gefahr sehr groß, dass, also gerade Thema Internet, ich sage nichts gegen so, ich bin selber auch in vielen Internetforen früher unterwegs gewesen. An der Stelle schöne Grüße an die ehemaligen Mitstreiter aus dem Nubert-Forum, falls die hier noch zuschauen. Keine Ahnung, ob die schon weg sind. Es gibt wirklich so viele Leute, die extrem viel Ahnung haben und viele tolle Sachen schreiben und sich mit einem wahnsinnigen Engagement hervortun. Für Sie als womöglich eher Einstiegskandidaten des Thema birgt diese ganzen Forengeschichte aus sehr viele Problematiken. Sie müssen differenzieren, wer kennt sich jetzt eigentlich wirklich aus? Wer gibt Halbwahrheiten weiter? Gemixt mit irgendwelchen, das ist so falsche Sachen wie, nehmen zwei Subwoofer ist besser wie eine. Wenn ich sehe, was manche Leute in Wohnzimmern mit zwei Subwoofern veranstalten, das ist ja teilweise akustische Vergewaltigung. Ja? Wenn die da völlig sinnlos aufgestellt werden, zwei verschiedene Subwoofer an verschiedenen Stellen im Raum. Ja, ich habe gelesen, zwei Subwoofer sind gut. Also es ist so gefährlich und sie kriegen halt auf eine Frage 10 Meinungen und müssen dann selber jetzt hier Lotterie spielen, wer hat jetzt eigentlich recht. Und meistens, so kenne ich das, ist das auch immer Ersatzteil, würde ich schon sagen, einzelteilbezogen. Und da wird es halt schwierig. Das geht halt meines Wissens nach nur mit einem Händler, der auch selber professionell solche Dienstleistungen plant und nicht durch angegliederte Subunternehmer. Fragen Sie doch den Verkäufer, der vor Ihnen steht, nach einem schlüssigen Konzept. Stellen Sie ihm mal Ihr Wohnraum vor. Und wenn Sie einen guten Händler haben, dann nimmt er sich mit Ihnen die 3 bis 4 Stunden Zeit. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt hier bei uns im Showroom in Sachsenheim jetzt eben nicht einfach sagen können, hier kann jeder einfach reinkommen, weil das zeitlich nicht geht. Wenn man es richtig machen will, geht das nur in einem definierten Kreis. Bei uns eben jetzt hier mit Komplettheimkinos. Ansonsten sind wir auf der Einzelteilebene. Suchen Sie sich Ihren Fachhändler aus, bezahlen Sie dem zur Not, keine Ahnung, 100 bis 500 Euro, je nachdem, wer was wie nimmt und wie aufwendig macht. Und lassen Sie sich mal wirklich auf Konzeptebene beraten und nicht von irgendjemandem in Anführungszeichen abspeisen, im schlimmsten Fall mit, hier ist die Fernbedienung, da ist das Vorführstudio, schau es dir an. Das bringt Sie nicht weiter. Außer Sie kennen sich wirklich gut genug aus, um sich Ihr Konzept zusammenzustellen. Dann reicht Ihnen eine einzelteilbezogene Beratung. Die muss dann allerdings auch kompetent und richtig und vor allen Dingen ehrlich sein und Ihnen auch sagen können, was ein Produkt kann und was ein Produkt nicht kann. So probiere ich ja übrigens auch unseren Webshop aufzuziehen, wo wir nicht einfach nur die Hersteller-Datentexte reinkopieren, sondern für Sie einfach verständlich, klar, kurz und knackig reinzuschreiben, wann ist ein Produkt gut und wann ist es nicht gut. Das ist doch völlig utopisch anzunehmen, dass jetzt der hochgepriesene, jetzt wollte ich schon irgendeine Marke nennen, Punkt, 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 Vollverstärker, immer das Maß der Dinge sein muss für jeden. Das ist nicht so. Und genau die Ehrlichkeit muss ein Händler haben. Also das ist auf jeden Fall in dem Zusammenhang Punkt 2. So, und ansonsten Thema Konzept. Schauen Sie sich noch die anderen Teile an, die von mir noch kommen werden. Zum Thema Akustik, zum Thema Center Speaker, zum Thema Bildabstand. Und wenn Fragen sind, kommen Sie auf uns zu. Wir bieten Ihnen 3 Möglichkeiten an. Wir haben einmal eine sehr ehrliche und offene, direkte Einzelteilberatung. Steht auch so schon im Online-Shop drin.
so gut wie ich es eben kann. Ich schreibe die meisten Artikeltexte selbst. In Zukunft gibt es auch immer mehr exklusive 2- bis 5-minütige Produktkurzvideos, nur exklusiv im Onlineshop, um halt eben jetzt abseits von YouTube einfach mal ganz kurz ein paar Infos rauszuholen. Das wäre mir für YouTube ein bisschen zu wenig, aber dort hauen wir es rein. Oder Punkt 2, eben unsere Tooltime-Packages, gilt auch für Wohnzimmer. Da plane ich zusammen mit Ihnen im Rahmen eines Workshops Ihr Wohnraum-Heimkino und dann können Sie es in Ihrer Geschwindigkeit bauen. Die Hardware kommt von uns und wenn es fertig ist, komme ich selber vorbei und schaue, dass es läuft. Das ist so unser Verständnis, wie man Lösungen anbietet. Oder natürlich hier komplett Heimkino, dann sind Sie sowieso völlig safe. Ich habe mir jetzt wahrscheinlich oft wiederholt und in manchen Dingen womöglich auch, zumindest bei oberflächlicher Betrachtung, widersprochen. Das passiert, wenn man 16 Minuten Vortrag hält und hier nur grobe Stichwörter notiert hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für Ihre Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen, wenn Sie sich das Video bis hierhin angeschaut haben. Und vor dem Hintergrund probiere ich euch jeden, der auf uns zukommt, aber bitte nicht auf meinem privaten Facebook-Account, sondern ordentlich über unsere Firma. Dann kann ich das so ein bisschen grob durchsortieren. Auch dementsprechend hier Feedback zu geben. Genau. In dem Sinne freue ich mich, wenn ich demnächst wieder die Ehre habe, bei Ihnen auf der Leinwand, auf dem Handy, wo auch immer zu erscheinen und Sie über Heimkino Themen zu informieren. Danke fürs Reinklicken. Tschüss.